Herzlich willkommen zu Saulustig Teil 3. Es geht los. Eine Baronin und eine Gräfin sitzen beim Kaffee. Wie viele silberne Pokale sie haben, schwärmt die Baronin. Mein Sohn ist Herrenreiter, erwidert die Gräfin. Tja, tja, seufzt die Baronin. Mein Sohn ist auch so veranlagt, aber einen Pokal hat er dafür noch nie bekommen. Der etwas klein geratene Mann entdeckt in der Diskothek eine tolle, heiße, große Blondine. Er fordert sie zum Tanz auf. Sie sieht ihn nur von oben bis unten an und sagt, mit einem Kind tanze ich grundsätzlich nicht. Oh, Verzeihung, ich hatte nicht gesehen, dass Sie schwanger sind. Morgen geht's nach Paris. Herrlich. Nimmst du deine Frau mit? Bist du verrückt? Kein Mensch nimmt doch Bier nach München mit. Sie haben soeben meiner Frau auf den Fuß getreten. Ich verlange Genugtuung. Bitte, gerne. Meine sitzt dort drüben. Treten Sie zu. Peter genießt es, allein in der Sonne am Strand zu liegen. Er zieht sich nackt aus, legt aber vorsichtshalber eine Zeitung über seine empfindliche Stelle. Er schläft ein und träumt etwas besonders Schönes, sodass sich die Zeitung wölbt. Ein Kumpel von ihm schlendert zufällig am Strand entlang, sieht seinen Peter da so selig schlafen und will ihn nicht stören. Als er auf der Promenade seiner Frau begegnet, sagt er zu ihr, »Geh doch mal an den Strand zu deinem Mann, da steht was für dich in der Zeitung.« Auf der Party wurde es langsam heiß. Die jungen Frauen, die ältere Männer hatten, flirteten auf Teufel komm raus. Da sagte ein Gast, oh, hier ist was los. Man hört förmlich die Geweihe wachsen. Glaubst du, dass Petra mich liebt? Ja, warum sollte sie bei dir ausgerechnet eine Ausnahme machen? Der Ehemann kommt noch einmal in sein trautes Heim zurück, weil er seine Aktentasche vergessen hat. Seine hübsche Frau steht im Badezimmer gerade auf der Waage. Er geht gar nicht erst rein, sondern tätschelt nur ihren Po und fragt, »Wie viel heute, Baby?« »Das gleiche wie immer«, antwortet sie, »ein Liter Milch und ein Pfund Butter.« Am Grab der Verblichenen steht neben dem trauernden Witwer der Hausfreund und weint und klagt. »Fasse dich doch«, tröstet der Witwer den Freund, »ich heirate ja bald wieder.« Eine überaus wohlgeformte Dame kommt zum Arzt. »Ach, Herr Doktor«, klagt sie, »jedes Mal, wenn meine Periode vorüber ist, habe ich so einen gewaltigen Trieb, so unbändige Lust nach einem Mann.« »So, und wie lange dauert das?« »4 Wochen.« »Papa«, fragt Fritzchen, »was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau?« Da zögert der Vater kurz und sagt dann, »Also, ich habe die Schuhgröße 42 und Mutti nur 37. Der Unterschied liegt also zwischen den Füßen.« »Aber Süße«, fragt er nach der ersten Nacht, »was ist denn das für ein Frühstück? Nicht als Löwenzahn, Salatblätter und Karotten. Ich wollte nur wissen, ob du auch isst wie ein Kaninchen.« Mit einer weit geöffneten Bluse kommt die attraktive Junglehrerin aus der Klasse. Der Direktor sieht das und fragt empört nach dem Grund. »Ach«, seufzt sie, »es ist schon ein Kreuz mit den Jungs. Spielen wollen sie alle, aber aufräumen will dann hinterher keiner mehr von ihnen.« »Mit einem Glas Wein fängt es an«, doziert die Mutter. »Dann wird ein bisschen getanzt und noch ein Glas getrunken. Und dann lockt dich der junge Mann unter einem Vorwand zu sich nach Hause. Und dann bist du entehrt. Dein Vater ist entehrt und deine Mutter ist entehrt.« Spät in der Nacht kommt das Töchterchen nach Hause. Ungeduldig warten die Eltern auf ihren Bericht. »Also, wir haben getanzt, wir haben Champagner getrunken und dann wollte er mir sein Aquarium zeigen.« Bleich, aber gefasst, sehen die Eltern das Schreckliche kommen. »Und was dann?« »Dann habe ich ihn aufs Bett geschmissen und jetzt ist er entehrt. Sein Vater ist entehrt und seine Mutter.« Verwundert beobachtet der Polizist eine junge Frau, die mitten auf der Straße mit Kreide einen langen Strich zieht. Er glaubt eingreifen zu müssen und fragt, »Was machen Sie denn da?« Strahlend blickt sie zu ihm auauf und erklärt, »Das sehen Sie doch, ich richte mir gerade ein neues Geschäft ein.« Eine Prostituierte geht mit einem Freier aufs Zimmer. Als er sie auszieht, stutzt sie. »Bist du beschnitten?«, fragt sie. »Nein«, antwortet er, »aber 30 Jahre im Dienst, was du hier siehst, ist reine Abnutzung.« »Hast du schon gehört, dass es jetzt ein Gerät gibt, das den männlichen Samen einfrieren kann?« »Kenne ich. Meine Frau hat so ein Ding.« Drei alte Männer reden von den letzten Dingen. »Ich bin schon 70«, sagt der Erste. »Ich möchte mit Bismarck auf dem gleichen Friedhof ruhen. Den habe ich immer sehr verehrt.«
Ich? Sagt der 80-Jährige. Ich habe immer für Goethe geschwärmt. In seiner Nähe möchte ich begraben werden. Und ich? Sagt der 90-Jährige. Ich möchte neben Brigitte Bardot liegen. Dummkopf, rufen die anderen beiden. Brigitte Bardot ist doch noch gar nicht tot. Ich auch nicht. Der nicht mehr ganz junge Herr klagt dem Doktor seine Potenzschwierigkeiten. Sie müssen viel Zwiebeln essen, rät der Doktor. Der Mann bedankt sich und kommt nach 4 Wochen wieder. Na, hat's geklappt? Will der Doktor wissen. Prima, strahlt der Mann. Nur kurz vor dem Höhepunkt kommen mir immer die Tränen. Anitas Mutter ist eine ärmliche Frau. Sie schickt das Kind in die Stadt, damit es bei einem Bürstenmacher helfen und etwas dazu verdienen soll, wie im Märchen eben. Nach einer Weile entdeckt Ramona, dass ihr unter dem Bäuchlein Haare wachsen. Oh Gott, was ist denn das? Fragt sie ängstlich. Ach, sagt die Mutter, das kommt von der Arbeit beim Bürstenmacher. Tage später erzählt Anita, du, wir haben dort einen Gesellen, der muss viel länger arbeiten als ich. Wieso? Na, der hat schon einen langen Handgriff an seiner Bürste. Eine frisch verheiratete junge Frau wird gefragt, wie ihr denn die Ehe so gefalle. Das ist kein großer Unterschied zu früher, sagt sie. Vor der Hochzeit muss ich eine halbe Nacht lang warten, bis er ging. Und jetzt muss ich eine halbe Nacht lang warten, bis er kommt. Petra beichtet ihre Sünden. Der Pfarrer fragt leise und vorwurfsvoll, als sie geendet hat, weißt du eigentlich, meine Tochter, was du mit diesen vielen schmutzigen Sünden verdient hättest? Ich glaube schon, sagt Petra treuherzig, aber ich mache mir nichts aus Geld, Herr Pfarrer. Fritzchen geht in die Sauna. In der Garderobe findet er einen Hinweis. Achtung, wir warnen vor Homosexuellen. Da ihn aber niemand belästigt, entschließt sich Fritz zu bleiben. An den Wänden der Dusche und an der Saunatür sieht er das gleiche Schild, aber nichts passiert. Erleichtert betritt er den Saunaraum und sieht am Boden einen Zettel liegen. Er bückt sich und kann gerade noch lesen, Sie sind 3-mal gewarnt worden. In einem überfüllten Abteil des Intercity sitzt sich ein verliebtes Paar gegenüber. Da fährt der Zug in einen Tunnel und es bleibt eine ganze Weile dunkel. Als es endlich wieder hell wird, streift sich die junge Frau mit einem vielsagenden Blick ihren Rock über die Knie. Er beugt sich zu ihr hinüber und flüstert, wenn ich doch geahnt hätte, dass so ein langer Tunnel kommt. Sie wird bleich wie eine Kalkwand. Um Himmels Willen, du warst das gar nicht? Omi, Omi, ich bin heute defloriert worden. Aber mein Kind, das heißt doch konfirmiert. Ach was, das war doch am Vormittag. In einem Café treffen sich 2 Mädels. Ich habe eine Geschichte erlebt, sagt die eine. Die wirst du kaum glauben. Letzte Woche klingelt es. Ein junger Mann steht vor der Tür. Er fragt, ob mein Mann zu Hause ist. Ich sage nein. Daraufhin schleppt er mich ins Schlafzimmer und verführt mich. Bis heute ist das noch 4-mal passiert. Langsam frage ich mich aber, was will denn dieser Mensch von meinem Mann? Peter erzählt Fritz, neulich war ich zur Generaluntersuchung im Krankenhaus. Also dieses Pflegepersonal wendelt dich rum, kneift dir in die Pobacken, streichelt dich, gibt Küsschen. Unterbricht ihn Fritz, na hör mal, das ist doch toll. Darauf Peter, ja was heißt hier toll, ich kannte den Kerl doch gar nicht. Nimm bloß endlich die Hand von meinem Knie, zischt sie zu ihm im Kino. Aber Kleines, wo soll ich sie denn sonst hin tun, meint der junge Mann. Na hör, seufzt das Mädchen. Ein Ehemann überrascht seine Frau mit ihrem Liebhaber im Bett. Verlassen Sie sofort meine Wohnung, brüllt der Gehörnte. Ihre Frau hat mich eingeladen und Sie schmeißen mich raus, mault der Hausfreund. Ich möchte zu gerne mal wissen, wer hier was zu sagen hat. Sie kommt zur Bank, um einen 100-Euro-Schein einzuzahlen. Der Schein ist leider nicht echt, bedauert der Bankbeamte. Hilfe, schreit sie daraufhin laut. Dann bin ich gerade vergewaltigt worden. Oh Gott, dein Bett. Ey, das quietscht aber elendig laut, sagt sie. Das ist sogar ein Vorteil, beruhigt er sie. Da weiß meine Wirtin genau, wann sie nicht reinkommen darf. Der Ehemann kommt nach Hause, stürzt ins Schlafzimmer und brüllt, wenn ich heute wieder den Briefträger im Kleiderschrank finde, dann! Aber im Kleiderschrank ist nichts und die Frau ist beleidigt. Dein Misstrauen geht mir bald auf die Nerven. Der Mann geht aus dem Zimmer und da kommt prompt der Briefträger unter dem Bett hervor und meint, für wie einfallslos hält der mich eigentlich? Die große Party bei Familie Müller. Die Ehefrau sucht ihren Mann und findet ihn mit einer anderen Dame aus der Bekanntschaft in eindeutiger Situation im Schlafzimmer.
da sagt die Frau Müller entsetzt. Aber Otto, denkst du nicht an deine Frau? Doch, mein Schatz, immer. Aber denke an die Gastfreundschaft. Zuerst kommt der Besuch. Ein junger Mann kommt zum Arzt, das Hinterteil voller Schnittwunden. Wie ist denn das passiert? Fragt der Doktor. Ich habe meine Freundin auf dem Teppich geliebt, als der Kronleuchter herunterkam, sagt der junge Mann stöhnend. Sagt der Arzt, da haben Sie aber Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist, sagt der Patient. Das können Sie wohl sagen, Herr Doktor. Eine Viertelstunde früher hätte mir der Kronleuchter auf den Schädel geschlagen. Hans kommt zu spät zur Arbeit. Ein Kollege fragt, weshalb. Hans erzählt, also ich habe etwas Urkomisches erlebt. Ich habe den Wecker nicht gehört, schlafe neben meiner Frau bis in die Puppen und werde plötzlich wach, weil der Briefträger ins Zimmer gestürmt kommt. Nun, wie hast du reagiert? Ich habe mich halb tot gelacht. Ihr denkt, der Trottel von Briefträger, doch der Briefkasten hängt bei uns im Schlafzimmer. Warum willst du dich unbedingt mit dem Herrn Zapf verloben? Fragt Inge ihre Freundin. Diese lächelt versonnen. Wegen der Zapfsäule. Auf einer Party sitzt ein älterer Herr einer tief dekoltierten Dame gegenüber, die um den Hals eine Kette mit so einem kleinen goldenen Flugzeug trägt. Er schaut sie wohlgefällig an. Gefällt Ihnen mein kleines Flugzeug? Fragt sie. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bewundere gerade nur den Flugplatz. Sagt ein Polizist zu einem Liebespärchen, sie zahlen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eine Geldstrafe. Der Herr 5 Euro, die Dame 50 Euro. Aber wieso soll meine Frau so viel zahlen? Die Dame erwische ich nun schon zum dritten Mal hier im Park. Das Liebespaar verbringt die erste Nacht miteinander. Während er sich langsam auszieht, zündet sie sich eine Zigarette an. Das solltest du aber nicht tun, sagt er. Es ist ungesund und behindert außerdem das Wachstum. Ja, rauchst du überhaupt nicht? Will sie daraufhin wissen. Aber natürlich nicht, antwortet er und zieht den Slip aus. Interessant, zischelt sie zurück. Und was für eine Entschuldigung hast du hierfür? Ei, Liebling, säuselt der anonyme Anrufer. Wenn du raten kannst, was ich hier in meinen Händen hab, kriegst du was davon ab. Hör zu, kleines Schwein, sagt die Dame am anderen Ende. Wenn du's in einer Hand halten kannst, bin ich überhaupt nicht interessiert. Die Bedienung ist ein toller, heißer Feger. Da meint ein Gast, oh ey, hier, ich hätte mal wieder Lust zu vögeln. Was? Fragt sein Kumpel. Hast du die schon mal gehabt? Nee, aber ich hatte schon ein paar Mal Lust dazu. Sagen Sie mal, Fräulein Schmidt, warum haben Sie sich auf dem linken Oberschenkel ein Osterei und auf dem rechten einen Christbaum tätowieren lassen? Ja, wissen Sie, Herr Doktor, da kann ich immer sagen, kommen Sie doch zwischen den Feiertagen mal rein. Fragt der Richter die Zeugin, können Sie mir nun auch endlich sagen, wer der Vater des Kindes ist? Ja, setzen Sie sich mal auf eine laufende Kreissäge und sagen Sie mir dann, welcher Zahn Sie geritzt hat. Er diniert mit seiner neuen Geliebten. Um ihr zu imponieren, kommandiert er die Kellner barsch herum. Bringen Sie uns Lammkoteletts, aber das Lamm darf nicht älter als 4 Monate sein. Den Knoblauch gefälligst nur hauchen und eine Prise Rosmarin nicht vergessen. Und das alles möchte ich gerne in einer Viertelstunde haben. Der Ober rennt weg, kehrt aber gleich zurück und fragt, Pardon, der Herr, und welche Blutgruppe soll das Tier haben? Olli geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich leide an Schlaflosigkeit. Meint der Doktor. Dann verschreibe ich Ihnen ein Potenzmittel. Davon schlafen Sie zwar nicht, aber das Wachbleiben macht Ihnen dann viel mehr Spaß. Das süße Mädchen Kitty ging an der Ausfallstraße zur Autobahn spazieren. Da stoppt neben ihr ein schickes Auto. Was kann ich für Sie tun, schönes Kind? Fragt der Fahrer. Fahren Sie Richtung Osten? Fragte sie. Selbstverständlich, meint der Kavalier. Fein, freut sich die Kesse Kitty. Dann grüßen Sie die Chinesen von mir. 3 Franzosen sprachen über die Bedeutung des Wortes Takt. Der erste sagte, wenn ich beim Heimkommen meine Frau in den Armen eines anderen überrasche und dann nur sage, Verzeihung, das ist Takt. Der zweite sagte, nein, nein, wenn du heimkommst und deine Frau auf frischer Tat ertappst und dann sagst, Verzeihung, macht nur weiter, dann hast du Takt bewiesen. Ihr beide habt Unrecht, sagt der dritte. Wenn ihr eure Frau mit einem Liebhaber vorfindet und ihr sagt zu ihnen, Verzeihung, macht nur weiter und der Kerl macht dann wirklich weiter, dann hat er Takt bewiesen. Ein Mädchen winkt an der Autobahn. Ein Mann hält an und fragt, ob sie einsteigen will. Unterwegs fährt er auf einen einsamen Parkplatz und nach einer kurzen Beratung trennt er sich von einem 100-Euro-Schein.
Er nimmt eine Decke aus dem Wagen und geht schon voraus in den Wald, um einen günstigen Platz zu suchen. Da hört er zu seinem Entsetzen den Motor aufheulen und weg ist sein Wagen mitsamt dem Mädchen. Wütend schmeißt er die Decke auf den Boden und hockt sich darauf. Nachdem er eine Zigarette geraucht hat, sagt er zu sich selbst: Ach zum Teufel, wer weiß, wozu es gut ist. Die Karre war sowieso geklaut, das Geld war falsch und vielleicht war sie auch noch krank. Der erschöpfte Junggeselle geht zum Psychologen und fragt um Rat, weil er mit seiner Freundin nicht mehr fertig wird. Herr Doktor, oh, stellen Sie sich vor, klagt er. Sie schreckt vor nichts, aber auch vor gar nichts zurück. Sie tut einfach alles und will alles. Das genügt, antwortet der Psychologe. Geben Sie mir mal die Telefonnummer von der Dame. Mami, Mami, Kläuschen hat mich im Bad ganz voll gespritzt. Ihr spritzt doch einfach zurück. Geht nicht, Mami, ich bin doch ein Mädchen. Damals, vor der Einführung des Euros, verbrachte Uschi ihren Urlaub in Spanien. Da hat ihr Vater gefragt: Na, Uschi, wie steht zurzeit die Peseta? Weiß ich nicht, erwidert sie. Die Kerle hatten ja alle ihre Hosen noch an. Die Großmutter eines stadtbekannten Herzensbrechers ist gestorben. Glaubst du, dass er ernsthaft trauert? Fragt der eine Freund den anderen. Ja, das tut er. Seit dem Todesfall habe ich ihn nur noch mit schwarzen Mädchen zusammen gesehen. Ja, du schaust ja so bedrückt aus, meint Mark zu seinem Freund. Was ist denn passiert? Na, lass dir erzählen, sagt der Freund. Als ich gestern früher als sonst nach Hause kam, war es im Flur dunkel. Ich nahm an, dass es unser Dienstmädchen war, nahm sie in die Arme und küsste sie. Ja, na und? Fragte Mark erstaunt. Ja, stell dir vor, fuhr der Freund fort. Es war gar nicht das Mädchen, sondern meine eigene Frau. Und was war da so schlimm? Fragte Mark. Und ob? Sie erwiderte meinen Kuss leidenschaftlich und flüsterte: Beeil dich, Liebling, jeden Moment kann mein Mann zurück sein. Ich muss alles tun, um eine Schwangerschaft zu vermeiden, gesteht eine Nachbarin der anderen. Aber ihr Mann hat sich doch kürzlich erst sterilisieren lassen. Ja, genau, eben drum. Zwei männliche Geschlechtsteile gehen ins Kino, sagt der eine zum anderen: Ey, hoffentlich läuft kein Porno, sonst müssen wir wieder den ganzen Abend stehen. Als das kleine Kläuschen 18 Jahre alt wurde, sagte der lebenserfahrene Onkel: So, du musst jetzt mal in den Puff. Aber die Damen im Puff hatten halt Mitleid mit dem Kleinen, weil der nun null Ahnung von irgendwas hatte und schmierten dem erstmal ein paar Nutella-Stullen, na, so paar schöne belegte Brote mit Nutella drauf. Und als der Kleine zu seinem Onkel zurückkommt, da fragt der Onkel: Na, wie war's? Und sagt der Kleine: Ja, zwei hab ich geschafft, aber die dritte konnte ich nur noch ablecken. Der Papa ist mit Klein Erna nach Dillenburg zur Hengstparade gefahren. Als die Erna das Geschlechtsteil der Hengste sieht, fragt sie ihren Vater, was das sei. Darauf antwortet Papa: Das, mein Kind, ist das Gehänge. Nach mehreren Jahren, als Erna ihren ersten Freund hat, fragt der Vater sie, wo der Freund denn her sei. Da antwortet Erna: Ja, weißt du, Papa, dem Gehänge nach muss er aus Dillenburg sein. Bei mir auf der Station liegt ein Seemann, der ist am ganzen Körper tätowiert, sagt die ältere Krankenschwester zu ihrer jungen Kollegin. Und stell dir vor, sogar auf dem gewissen Etwas, da steht Adam drauf. Das stimmt nicht ganz, meint die Jüngere vielsagend lächelnd. Als ich gestern bei ihm Fieber gemessen habe, stand auf seinem Etwas Amsterdam. Auf dem Rennplatz sieht ein Zuschauer, wie ein Jockey seinem Pferd Pfeffer unter den Schwanz reibt. Ja, warum tun Sie denn das? Fragt er. Na, damit mein Pferd feuriger wird. Um Himmels Willen, sagt der Zuschauer und schaut sich vorsichtig um. Lassen Sie das ja nicht meine Frau sehen. Das junge Paar im Taxi befindet sich in zärtlichem Handgemenge. Der Fahrer ist diskret und fährt durch die dunklen Straßen. Da hört er das Mädchen leise sagen: Bitte nicht so draufdrücken, wir haben doch genügend Zeit. Sofort verlangsamt er das Tempo. Da fragt die Dame böse: Ja, warum fahren Sie denn auf einmal so langsam? Johann betritt die Apotheke, um ein sicher wirkendes Mittel gegen seinen starken, unstillbaren Geschlechtstrieb zu kaufen. Er trifft aber nur eine Verkäuferin an, ist sichtlich gehemmt und stottert: Können Sie mir etwas geben, Fräulein? Der will gar nicht mehr runter, also schon seit gut 3 Wochen. Moment, sagt die Verkäuferin und geht flugs nach hinten. Nach einer Weile kommt sie zurück. Ich habe mit der Chefin und mit meiner Kollegin gesprochen. Das Einzige, was wir Ihnen anbieten möchten, ist die Apotheke abzuschließen und 2000 Euro in bar. Stumm und geduldig hat sie sich mit ihrem Freund das Fußballspiel im Fernsehen angeschaut. Als er endlich abschaltet, fragt sie ihn: Na, hast du mir noch irgendetwas zu sagen? Ja, sagt er. Dieser Elfmeter war ganz bestimmt nicht berechtigt.
Ich glaube, du liebst mich nicht mehr, sagt sie. Er stöhnt. Ach, natürlich liebe ich dich noch. Aber man wird ja wohl mal noch 10 Minuten verschnaufen dürfen. Plaudern zwei Eskimos. Boah, ein scheußlich kalter Winter, sagt der eine. Da meint der andere, der kälteste Winter, den ich je erlebt habe. Ich brauchte eine gute halbe Stunde, bis mein Mädchen angesprungen ist. Aufgeregt ruft ein Mann in der Praxis eines Arztes an. Herr Doktor, meine Frau ist soeben von einem Golfball getroffen worden. Ja, wo denn? Zwischen dem ersten und dem zweiten Loch, stottert der Mann. Der Arzt denkt einen Augenblick nach. Schlecht, meint er. Da bleibt mir wenig Platz zum Operieren. Undank ist der Weltenlohn, schimpft der Draufgänger. Ich habe sie kennengelernt, ich habe sie eingeladen und in die teuerste Bar bin ich mit ihr gegangen. Ich habe den besten Champagner für sie bestellt, ich habe ihr einen Strauß Rosen gekauft. Und weißt du, was sie dann gesagt hat, als ich sie nach Hause gefahren habe? Nein. Hey, woher weißt du das? Die bildhübsche Anita wird auf einer Party von Männern umlagert. Man unterhält sich über Telepathie. Anita sagt, ich kann auch Gedanken lesen. Da fragt ein Mann, so, dann sagen Sie mir mal, woran ich gerade denke, bitte sehr. Anita ruft, Sie denken daran, wie Sie mich am schnellsten ins Bett kriegen. Verblüfft sagt der Mann, ja, woher wissen Sie das? Da meint Anita, das denken hier doch alle. Du sag mal, warum reibt der Kerl da drüben nach jedem Tanz den Rücken seiner halbnackten Partnerin mit einem Taschentuch ab? Ach so, ja, das ist Gunther, der alte Ganove. Reine Gewohnheit, der will keine Fingerabdrücke hinterlassen. Ein paar Verliebte parken im Halteverbot und umarmen sich. Ein Polizist klopft ans Fenster. Hey, Sie halten den Verkehr auf! Daraufhin sagt der Mann, Sie auch, Mensch! Der Mann ist so heiser, dass er kaum reden kann. Als er an der Praxistür des Hals-Nasen-Ohren-Arztes läutet, öffnet ihm die hübsche Sprechstundenhilfe. Ist der Herr Doktor da? Flüstert der Herr. Nein, flüstert das Mädchen zurück. Kommen Sie schnell herein, die Gelegenheit ist günstig. Hat dich deine Frau schon mal beim Onanieren hinter der Küchentür erwischt? Nein, wieso? Spitzenversteck, was? Die Polizistin berichtet ihrer Freundin per E-Mail von ihrer Hochzeitsnacht. Wurde gegen Mitternacht brutal meines kostbarsten Besitzes beraubt, Blut floss. Habe Täter mit eigener Hand ergriffen, sofort gestanden. Tobte in der Zelle bis zur völligen Ermattung. Wiederbelebungsversuche verliefen allerdings völlig erfolgreich. Du glaubst sicher, dass du alle Arten der Liebe kennst. Aber ich weiß, die schönste Art der Liebe kennst du bestimmt nicht, sagt der knauserige Kunde zur Prostituierten. Und wie geht das? Umsonst, meine Liebe, umsonst. Die beiden sind sehr ärmlich und trotzdem heiraten sie. Wovon werden wir leben, Liebster? Von der Liebe, Liebste. Als er eines Abends nach Hause kommt, sitzt seine junge Frau nackt auf der Heizung. Ja, was machst du denn da? Fragt er erstaunt. Ich wärme dir dein Abendbrot, mein Liebster. Eine junge Frau kommt ins Einwohnermeldeamt. Getreu den Vorschriften erkundigt sich der Beamte nach ihren Personalien. Als er schließlich auch nach ihrem Beruf fragt, zögert die Dame einen Augenblick und flüstert dann mit gedämpfter Stimme, ach, machen Sie da ganz einfach einen Strich. Was ist Elektrizität? Morgens mit Hochspannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, tagsüber gegen den Strom schwimmen, geladen nach Hause kommen und in die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Ducati, hat dein Mann auch schon mal einen Fremden in eurem Kleiderschrank gefunden? Nö, das waren alles Kegelbrüder. Ein Ehepaar betrat einen Herrenausstattungsladen. Sie verlangte eine Hose für den Mann. Soll es eine mit Reißverschluss sein? Fragt der Verkäufer. Nein, sagt die Frau. Mein Mann hat eine Weste mit Reißverschluss und der klemmt ihm immer die Krawatte ein. Der Müller übertreibt's aber wirklich. Nun ist seine Frau schon ein ganzes Jahr tot und immer noch lässt er den Kopf so tief hängen. Auch deswegen nicht, aber inzwischen hat er schon wieder geheiratet. Ein schönes Mädchen schämt sich, sich beim Arzt zu entkleiden und will nur im Dunkeln untersucht werden. Der Arzt verdunkelt also das Zimmer. Das Mädchen entkleidet sich erst bei völliger Dunkelheit und fragt, wo es seine Kleider hinlegen soll. Da sagt der Arzt, einfach auf meine drauf. Er geht mit ihr durch den Park. Die Luft ist warm und sie legen sich ins Gras. Hör nur, wie die Grillen zirpen, sagt er.
Das sind keine Grillen, das sind Reißverschlüsse, sagt sie. Der Vertreter schiebt seine neue Bekannte ins Hotelzimmer und fragt, wollen Sie zuerst einen kurzen? Na nu, wundert sie sich, haben Sie denn zwei? Haben Sie schon mal von dem Eskimo-Mädchen gehört, das mit ihrem Freund zum ersten Mal eine ganze Nacht verbrachte? Am nächsten Morgen war sie im sechsten Monat schwanger. Na, da müsst ihr überlegen, was? Jura-Examen. Der Professor fragt den Studenten, angenommen, Ihre Freundin schläft mit einem anderen, wie würden Sie das nennen? Das ist Ehebruch. Aber das ist doch nur Ihre Freundin. Deswegen bleibt sie aber doch verheiratet. Herzhaft gähnend sagt Ulla zu Sabine, ich weiß auch nicht, warum ich so müde bin. Letzte Nacht bin ich doch schließlich 11 Mal ins Bett gegangen. 2 Äpfel hängen an einem Baum. Sie flüstern leise miteinander. Bist du eigentlich noch Jungfrau? Nein, flüstert der andere zurück. Bei mir ist der Wurm drin. Ein Australier steht vor Gericht, angeklagt wegen Sodomie mit einem Strauß. Bevor der Richter das Urteil verkündet, fragt er den Angeklagten, ob er noch etwas zu sagen hatte. Jawohl, Euer Ehren, hätte ich gewusst, dass Sie so viel Aufhebens von der Sache machen, dann hätte ich den Vogel natürlich geheiratet. Rolf, sagt sie, ich warne dich. Mein Mann kommt in 1 Stunde nach Hause, aber ich bitte dich, Helga, ich habe doch nichts getan, was ich nicht hätte tun dürfen. Sicher, ich meine ja nur, wenn du das wolltest, wäre es besser, du beeilst dich jetzt. Was macht die Abmagerungskur deiner Frau? Großartig. Vor einigen Tagen war sie plötzlich ganz verschwunden. Ein einsamer Wanderer hört Hilferufe aus dem dunklen Wald. Er bahnt sich seinen Weg durchs Gestrüpp und trifft auf eine nackte Frau, die mit 4 Gliedmaßen an 4 verschiedene Bäume gebunden ist. Ja, was ist denn hier los? Fragt er. Helfen Sie mir, jammert die Gefesselte. Mir ist Schreckliches widerfahren. Ich war auf dem Weg zu meiner erkrankten Mutter. Da hatte ich einen Autounfall. 4 Kerle haben mich angefahren, aus dem Auto gezerrt, haben mich in den Wald geschleppt, hier angebunden und mehrmals vergewaltigt. Tut mir leid für Sie, sagt der einsame Wanderer, während er seinen Rucksack und seine Hose fallen lässt. Aber viel Glück scheinen Sie heute nicht zu haben. Die Jungvermählten liegen nach der Hochzeitsnacht glücklich im Bett. Da sieht sie plötzlich etwas, was ihr die Tränen in die Augen treibt. Er nimmt sie zärtlich in die Arme und fragt, aber warum weinst du denn, Liebste? Sie zeigt verstört auf sein wichtigstes Glied, das sich nicht gerade gebrauchsfertig präsentiert und heult. Ich habe ja nicht geahnt, dass es nach kurzer Zeit schon so verbraucht ist. Prüfung der Medizinstudenten in der Uni. Was sind die männlichen Fortpflanzungswerkzeuge, Fräulein Gerda? Gerda errötet und schweigt. Verflucht doch mal, wird der Professor wütend. Wo ich Ihnen dieses Organ nun seit Wochen Tag für Tag einhämmere. Eine fliegende Untertasse landet in Las Vegas. Ein Roboter steigt aus, sieht sich unschlüssig um und begibt sich dann ins nächste Spielcasino. Dort angekommen, steckt er eine Münze in einen Automaten. Dieser fängt daraufhin an, höllisch zu rasseln, zu blinken und zu zittern. Darauf fallen einige Münzen heraus. Als der Spielautomat wieder zur Ruhe gekommen ist, stammelt der Roboter verwirrt. Nicht zu fassen, Schätzchen. So ein toller Orgasmus und das alles ohne Vorspiel. Ein Mann kam spät abends nach Hause, als sein bester Freund gerade das Schlafzimmer seiner Frau verließ. Spontan schüttelt er dem Freund die Hand und sagte, besten Dank, mein Lieber. Heute war mir nämlich nicht danach zumute, auch noch einen Eisberg zu besteigen. Monika trifft ihre Freundin Silvia. Was macht dein Mann eigentlich jetzt? Er fährt als Steward zur See und kommt nur alle 6 Monate für 2 Wochen nach Hause. Ach du Ärmste! Wieso? 2 Wochen sind doch schnell vorbei. Auf der Bauchdecke eines Fräuleins sieht der Frauenarzt einen W-artigen Eindruck. Ja, wo haben Sie denn das her? Mein Freund ist Ami, heißt William und hat das W auf dem Gürtel. Nach ein paar Tagen findet der Arzt einen gleichartigen Eindruck bei einem anderen Fräulein. Aha, Ihr Freund ist wohl Amerikaner und heißt William. Nein, er ist Franzose und heißt Marcel. Eine Nonne ist auf dem Weg zum Einkaufen. Unterwegs geht ihr der Sprit aus. Da sie keinen Reservekanister hat, marschiert sie mit ihrem Nachtgeschirr los zur Tankstelle. Als sie mit dem vollgetankten Topf wieder bei ihrem Auto ist und gerade das Benzin einfüllen will, hält neben ihr ein Auto. Der Fahrer beugt sich aus dem Fenster und sagt ehrfürchtig, Schwester, Ihren Glauben möchte ich haben.
Ein Herr aus bester Gesellschaft will ein unberührtes Mädchen heiraten, findet ein engelsgleiches Geschöpf und führt es zum Traualtar. Als die Hochzeitsgesellschaft aus der Kirche kommt, stehen auffallend viele stark geschminkte Damen da, die dem Bräutigam zublinzeln. »Was sind das nur für Frauen?«, fragt die Braut verwundert. »Das sind Huren«, antwortet der Bräutigam verlegen. »Was sind Huren?« »Frauen, die sich die Liebe bezahlen lassen.« »Na sowas, dann kann man Geld dafür bekommen?« »Der Direktor im Internat hat uns immer nur bessere Noten gegeben.« Uschi unterhält sich nach erfolgreicher Hochzeitsnacht mit ihrer Freundin. »Na, wie war's denn?«, fragt diese. »Ja, wie bei einer Schiffstaufe. Wie soll ich das verstehen?« »Eine Flasche zerbrach an mir.« Ein 80-jähriger Opa geht in den Puff und lässt sich von der Dame des Hauses über die Preise aufklären. Auf dem Boden kostet es 25, auf dem Sofa 50 und im Bett 100 Mark. Als der Opa mit zittriger Hand einen 100-Mark-Schein aus der Brieftasche zieht, springt sie sofort ins Bett. Aber der alte Mann ruft, »Nee, nee, viermal auf dem Boden.« »Würdest du dich weigern, mit mir zu schlafen?«, fragt er. »Oh, ich habe das noch nie gemacht«, sagt sie. »Was hast du noch nie gemacht, mit einem Mann geschlafen?« »Nein, ich habe mich noch nie geweigert.« Als Gundi ihrem Freund Gerd zu verstehen gibt, dass sie nichts mehr von ihm wissen will, sagt dieser beleidigt, »Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dir nachlaufe.« »Das habe ich doch gar nicht nötig, denn schließlich gibt es genug Fische im Teich.« Antwortet Gundi, »Kann schon sein, aber fangen wirst du bestimmt keinen mit dem Köder.« Zwei Männer sehen, wie ein Mädchen hinfällt. »Die Arme«, meint der eine, sagt der andere, »da guck dir erst mal die Beine an.« In einem kleinen Dorf heiraten drei Schwestern am selben Tag. Nachdem die Feier vorüber ist, verabschiedet sich die Mutter von den frisch Getrauten, da diese alle in eine andere Stadt ziehen. Beim Abschied wünscht sie noch alles Gute und bittet gleichzeitig ihre Töchter, sie am Eheleben teilnehmen zu lassen. »Wenn ihr Verkehr habt, schreibt mir, wir essen Kotelett, dann weiß ich Bescheid.« Nach 14 Tagen kommt von der Ältesten ein Brief, darin steht, »Liebe Mutti, wir sind sehr glücklich und essen einmal in der Woche Kotelett.« Nach 3 Wochen kommt von der Zweitältesten ein Brief, in dem steht, »Liebe Mutti, bei uns verläuft alles zufriedenstellend und wir essen 3-mal die Woche Kotelett.« Im Stillen denkt sich die Mutter, »Bei denen klappt das ja doch besser.« Ein halbes Jahr vergeht, bis endlich die von der Jüngsten ein Brief eintrifft, in dem zu lesen ist, »Liebe Mutti, bei uns klappt alles bestens. Wir essen jeden Tag Kotelett. Rolf leckt anschließend die Pfanne aus und ich knabbere den Knochen ab.« In der Drogerie verlangt ein kleiner Junge laut krähend Kondome. Der Drogist nimmt ihn zur Seite und sagt, »Erstens sagt man das nicht so laut und zweitens soll dein Vater dir lieber selber holen.« Kommt wieder sehr laut die Antwort, »Erstens sagt die Lehrerin immer, wir sollen deutlich sprechen und zweitens sind die für meine Mutter und sie kann nicht selbst kommen, sie macht sich gerade schön für den Betriebsausflug.« Die beiden stehen sich im Hotelzimmer, in dem sie die Hochzeitsnacht verbringen werden, zum ersten Mal völlig nackt gegenüber und schauen einander neugierig an. Forsch deutet er auf seine Leibesmitte und fragt, »Weißt du, was das ist?« Sie antwortet verschämt, »Ja, das ist ein Zipfelchen.« Er ganz stolz, »Naja, so nennt man das bei Kindern. Solchen wie meinen, den nennt man einen Hammer.« Sie ganz vorleid, »Nein, nein, mit Hämmern hatte ich schon sehr oft zu tun. Ich schwöre dir, das, was du hast, das ist wirklich nur ein Zipfelchen.« Ein Mann wohnte in einer Vorstadtsiedlung. Alle Häuser waren sich untereinander genau gleich. Und es machte ihm oft Schwierigkeiten, sein eigenes Haus zu finden. Er hatte nämlich oft ungewöhnlich großen Durst. Und wenn er dann von einer Kneipentour nach Hause ging, lief er immer in das falsche Haus. Ein guter Freund gab ihm den Rat, eine Lampe vor die Tür zu hängen. Der Mann befolgte den Rat noch am gleichen Abend und als er heimwärts wankte, sah er die Lampe vor der Tür. »Aha«, sagte er, »das ist mein Haus.« Dann nahm er die Lampe und schlich ins Schlafzimmer. »Jawohl, und da liege ich mit meiner Frau im Bett und amüsiere mich. Aber wer zum Teufel ist der Kerl, der da mit der Lampe in der Hand vor dem Bett steht?« Der Besitzer eines Gestüts erwischt einen Jockey im Futterraum mit seiner Frau und schreit empört, »Heute sind Sie zum letzten Mal für mich geritten.« »Stellen Sie sich nur vor, Frau Schulze«, erzählt eine Frau auf der Treppe ihrer Nachbarin. »Unser Hauswirt hat mich vergewaltigt, als ich ihm gestern die Miete gebracht habe. Er hat sich benommen wie ein Tier und mir mein bestes Kleid zerfetzt.
Ja, wie gut, dass Sie mir das sagen, bedankt sich Frau Schulze. Da werde ich vorsichtshalber mein ältestes Kleid anziehen, wenn ich ihm heute unsere Miete bringe. Der Mann an der Bar zu seiner Begleiterin. Komm, Schätzchen, frag mich mal nach dem Börsenstand. Dann kann ich dich als Anlageberatung von der Steuer absetzen. Das Paar sitzt erschöpft beim Frühstück nach einer tollen Party. Sag mal, Baby, eines beunruhigt mich, sagt der Ehemann. Haben wir eigentlich heute Nacht in der Bibliothek miteinander geschlafen? Die Frau sieht ihn nachdenklich an. Um welche Zeit meinst du jetzt? Herbst im Paradies. Ein Feigenblatt schwebt zu Boden. Stößt Eva ihren Adam an. Du sieh mal, da fällt eben ein unsichtbarer Mann vom Baum. Erzählt Egon. Auf der Party gestern wurde so wild getanzt, dass der Gastgeberin das Kleid platzte. Und, wurde sie rot? Fragt sein Freund. Weiß ich nicht, ihr Gesicht habe ich nicht angeschaut. Die 18-jährige Uschi kommt im Morgengrauen von einer Party nach Hause. Ihre besorgte Mutter empfängt sie. Na, wie war's denn, Uschi? Oh, sehr interessant, Mama. Wieso interessant? Weil ich erfahren habe, dass alles, was du mir verboten hast, sehr viel Spaß machen kann. Meine Mutter hat mir gesagt, ich solle meine Unschuld bis zum Letzten verteidigen, sagt die Susi zu ihrem Freund. Glücklicherweise ist heute schon der 29. Der Psychiater erklärt seinem Patienten, nun, mein Lieber, ist die Behandlung abgeschlossen. Sie sind nicht mehr homosexuell. Ich danke Ihnen, Sie sind ein wunderbarer Mann, jubelt der Patient. Ich möchte Ihnen am liebsten einen Kuss geben. Halten Sie sich zurück, wehrt der Psychiater ab. Eigentlich dürfen wir beide hier nicht einmal zusammen auf der Couch liegen. Renate, läuft dein Chef beim Diktat auch immer auf und ab? Quatsch, wo denkst du hin? Da würde ich ja von seinem Schoß fallen. Opa ist gestorben und kommt in die Hölle. Dort trifft er einen alten Freund, der ein tolles Callgirl im Arm hält. Das ist ja eine feine Belohnung für dein Sündenleben. Sie ist nicht meine Belohnung. Ich bin ihre Strafe. Alfred berichtet seinem Lehrer. Mein großer Bruder ist Physiker. Interessant. Hat er auch mit spaltbarem Material zu tun? Nein, in seinem Labor arbeiten nur Männer. Der junge Mann hat das attraktive Mädchen, das noch nie auf dem Wasser war, zu einer Bootsfahrt eingeladen. Das ist meine Jungfernfahrt, sagt das Mädchen. Antwortet der junge Mann. Ja, aber nur die Hinfahrt. Die heiße Uschi erscheint in einer Vaterschaftsklage verspätet vor Gericht. Fragt sie der Vorsitzende, ich habe nur eine Frage an Sie. War die Ladung unvollständig? Was heißt unvollständig, erwidert Uschi. Im Gegenteil, deswegen klage ich ja. Die beiden alten Schulfreunde treffen sich nach 10 Jahren zufällig auf einem Kongress. Sie erzählen von alten Zeiten. Und der Fred? Was ist eigentlich aus dem Fred geworden? Der Fred? Der ist doch Afrikaforscher geworden und auf einer langen Safari hat er sich doch glatt in einen Affen verliebt. Lebt jetzt noch bei ihm. Sag bloß, war der denn schon immer so pervers? Nee, ist doch ein Weibchen. Wo soll's denn hingehen? Erkundigt sich der Taxifahrer bei dem jungen Pärchen, das eng umschlungen auf dem Rücksitz Platz genommen hat. Ganz egal wohin, sagt der junge Mann. Hauptsache, die Straße ist schön holprig. Gestern stand ein splitternackter Mann in meinem Hotelzimmer. Schrecklich. Sie haben hoffentlich sofort den Portier um Hilfe gerufen. Nein. Aber warum denn nicht? Es war der Portier. Hast du von Meyers Unglück gehört? Nein, was ist denn passiert? Er ist mit meiner Frau durchgebrannt. Die blonde Susi beschließt, auf der Reeperbahn als Prostituierte Karriere zu machen. Als erstes will sie ihre Unschuld für 20.000 Euro an den Mann bringen. Stolz berichtet sie ihrer Kollegin, ach, der Typ von gestern ist auf meine Forderung eingegangen. Was? Hat er dir tatsächlich 20.000 Euro bezahlt? Nicht direkt, aber er hat mir 2 Flaschen Bier, a 10.000 Euro, dagelassen. Wie war denn dein erster Urlaub mit deinem Typen? Fragt Gabi ihre Freundin Susi. Ach, es war einfach himmlisch, schwärmt Susi. Er ist so ein Kavalier. Er hat nur dahin gefasst, wo ich keinen Sonnenbrand hatte. Liebling, ich muss dir was beichten, sagt die Braut in der Hochzeitsnacht. Bevor ich dich kennengelernt habe, hatte ich schon einen Geliebten. Erwidert er lächelnd. Ich auch. 6 Monate nach der Hochzeit. Erster Krach. Er verliert die Beherrschung und gibt ihr eine schallende Ohrfeige. Zufällig geht der Pfarrer am offenen Fenster vorbei und bleibt wie versteinert stehen.
Der junge Ehemann reagiert blitzschnell, gibt seiner Frau noch eine und ruft empört: Kommst du nun wieder mit in die Kirche oder nicht? Angeklagter: Sie bekennen sich doch offen zur Homosexualität. Warum haben Sie dann die Nonne vergewaltigt? Naja, von hinten sah sie aus wie Zorro. Ein schweigsames Pärchen sitzt auf einer Bank im Park. Wollen wir noch zu mir auf meine Bude gehen? Fragt er nach einer halben Stunde. Darauf sie: Eigentlich wollte ich nicht, aber nun hast du mich überredet. Stewardessenprüfung. Der Prüfer fragt: Stellen Sie sich vor, meine Damen, Ihr Flugzeug stürzt in der Wüste ab. Sie allein überleben in einer Oase. Dort sind 50 Beduinen, hungrig nach Frauen. Die Engländerin antwortet: Ich nehme mir das Leben. Die Amerikanerin: Ich trinke eine Flasche Whisky. Das macht Mut. Die Französin sieht den Lehrer erstaunt an und meint: Ich verstehe die Geschichte, aber wo ist das Problem? Dem verliebten Paar auf der Bank im Park nähert sich ein Mann. Er macht der Frau auf der Bank allerlei Zeichen. Schließlich wird es dem Liebhaber zu bunt. Er schreit den Mann an: Verschwinden Sie sofort! Entschuldigen Sie bitte, sagt der Mann schüchtern, aber meine Frau hat unseren Hausschlüssel. Eine Frau ist wegen zwei grüner Flecken zwischen ihren Oberschenkeln sehr besorgt. Deshalb geht sie schließlich zum Arzt, der sie sehr sorgfältig untersucht. Danach meint er: Sie sind offensichtlich mit einem Zigeuner verheiratet. Erleichtert antwortet sie: Ja, das stimmt. Na dann sagen Sie Ihrem Mann, dass seine Ohrringe kein echtes Gold sind. Du Susi, sprudelt Beate am Telefon los. Der Herbert und ich lieben uns. Darauf meint Susi nachsichtig: Da hättest du ruhig hinterher anrufen können. Er trifft seinen Freund und zeigt ihm eine goldene Damenarmbanduhr. Stell dir vor, was mir passiert ist. Ich habe eine Dame kennengelernt und wir sind abends in den Park gegangen. Plötzlich hat sie mich geküsst und hat ihren Schlüpfer ausgezogen und zu mir gesagt: Liebster, du kannst von mir haben, was du willst. Da habe ich die Armbanduhr genommen und bin abgehauen. Na klar, meint der Freund, mit dem Schlüpfer hättest du ja doch nichts anfangen können. Ich muss dir was gestehen, ich bin farbenblind, antwortet er. Ich muss dir auch was gestehen, ich bin schwarz. Mein Mann ist schrecklich, jammert Uli. Er will mich umbringen, wenn ich ihn betrüge. Die Freundin sagt: Und? Naja, ich habe erst mal seinen Revolver versteckt. Rita im Vorzimmer des Zahnarztes. Die Schwester. Rita im Vorzimmer des Zahnarztes. Die Schwester fragt: Waren Sie schon mal hier? Oh ja, Herr Doktor, wird sich noch an mich erinnern, erwidert sie. Sagen Sie ihm nur, die kleine Schwarzhaarige sei da, der er vor 9 Monaten die Füllung gemacht hat. Der Lehrer fragt nach Gewürzen. Schüler antworten: Pfeffer, Muskat, Zimt, Oregano und so weiter. Niemand nennt Salz. Da will der Lehrer helfen und fragt: Na, was macht die Mutti morgens dem Vati auf die Eier? Da springt Fritzchen auf und sagt: Intimspray, Herr Lehrer! Nachdem er seine Brieftasche verloren hat und seine Freundin mit einem anderen durchgebrannt ist, will sich ein Mann von der Brücke stürzen. Da tippt ihm in letzter Minute eine alte Frau auf die Schulter und sagt: Tu das nicht. Ich bin eine gute Fee. Wenn du heute Nacht bei mir bleibst, erfülle ich dir einen Wunsch. Am nächsten Morgen will er seinen Wunsch erfüllt haben. Da fragt die Alte: Wie alt bist du? 45, sagt er. Und in diesem Alter glaubst du noch an Feen? Also Kopfschmerzen haben Sie, Fräulein, und die Zehen tun Ihnen weh, stellte der Arzt fest. Ja, antwortete etwas verschüchtert die junge Patientin. So, und dazwischen, fragt der Arzt, fehlt Ihnen nichts? Du warst doch bei meiner Frau, und sicher hatte sie nichts an. Doch, das Radio, ich meine angezogen. Doch, die Knie. Das nackte Mädchen zum Fotografen. Ist das wirklich alles notwendig für ein paar Passfotos? Mir stinkt's in Deutschland. Ich hau ab nach Australien, erzählt Peter seinem Kumpel. Als der sich wundert, erklärt Peter: Na, wegen der Homosexualität. Erst gab es die Todesstrafe, dann Zuchthaus, danach Gefängnis und jetzt ist sie straffrei. Bevor es Pflicht wird, wandere ich lieber aus. Anita? Schon wieder? Der Beamte auf dem Jugendamt schüttelt den Kopf. Ich hab dir doch beim letzten Mal geraten, künftig Nein zu sagen. Da seufzt die Blonde. Aber Männer sind ja so raffiniert. Dieser hat gefragt, ob ich etwas dagegen habe. Die Forschungsstation ist nur mit 2 Mann besetzt.
Verdammte Einsamkeit, tobt der eine plötzlich los. Ich weiß kaum noch, wie ein Weib aussieht. Brüllt der andere. Oh, halt den Mund und quäl mich nicht. Ich weiß genau, wie ein Weib aussieht. Meine Schwiegermutter ging gestern in ein Geschäft und verlangte ein Kleid in der Farbe ihrer Augen. Die Verkäuferin erklärte ihr, dass sie keine blutunterlaufenden Kleider führe. Der Ehemann hat das Hausmädchen bei sich im Bett und sagt beglückt, »Du bist wirklich eine Wucht. Mit dir ist es viel schöner als mit meiner Frau.« Das sagt der Briefträger auch immer. Studienrat Meier ist auf Zimmersuche. Eine reizende Dame macht ihm die Türe auf, noch im Pyjama. Bei ihr könne er ungestört wohnen, ihr Ehemann sei die meiste Zeit auf Reisen. »Ich würde das Zimmer ja gerne nehmen«, sagt Meier, »aber vorher müsste ich schon wissen, ob ich die gleiche Blutgruppe habe wie ihr Mann.« »Welche Münzen kennt ihr?«, fragt die Lehrerin. »Mark, Pfennig, Euro.« »Und du, Fritzchen, welche kennst du?« Er überlegt scharf und sagt, »Mal. Was ist das denn?« »Weiß ich auch nicht, aber neulich hat jemand meine Schwester gefragt, was ihr Pelzmantel gekostet hat, und da hat sie gesagt, 5 Mal.«